Aber nicht nur hier. Überall bei uns im Norden beginnt schon das große Gruseln. Zum Beispiel gibt es da ein Haus in Kranz in Hamburg, mitten im alten Land. Da tun sich die merkwürdigsten Dinge. Ein Fall für unseren Geisterjäger Bastian Pöls. Das Dorf Kranz kennt man als beschaulichen Stadtteil Hamburgs im alten Land. Doch hier hinterm Deich, da lauert das Grauen. Hereinspaziert. Die meiste Zeit des Jahres ist das ein ganz normales Einfamilienhaus. Doch zu Halloween wird es zur Geisterbahn umgebaut. 2 Monate dauert es, bis das Gruselkabinett fertig ist. Und hier irgendwo mittendrin wohnen die Besitzer. Oh, Telefon? Ah. Boah, ich war so abgelenkt vom Das ist ja... Warum verwandelt man sein Haus in eine Geisterbahn? Genau aus so einem Grund, weil es einfach Spaß bringt. Man schlüpft in dieser Halloween-Zeit einfach in eine andere Rolle. Das Haus wird hier mit Folie abgehängt, es werden Wände gezogen mit Deckenspannern und Folie und Türen werden abgehängt und dann steht irgendeiner irgendwo und erschreckt einen und es ist einfach Adrenalin pur. Der Gang in den Keller bleibt dem Besucher auch nicht erspart. Hier durch die Wäsche durch. Boys. Wie viele Horrorfilme habt ihr schon gesehen? Oh, viele, keine Ahnung, das kann ich so nicht beantworten. Wir lieben Horrorfilme, wir lieben allerdings aber auch anderes, Comedy zum Beispiel, aber unser Herzblut sind natürlich Horrorfilme, wie man hier sieht. Bis zu 400 Fans stehen am Halloween-Abend Schlange, um auf Gruseltour zu gehen. Eintritt kostet der 10-minütige Rundgang nicht, die Schreie der Gäste sind Lohn genug. Jetzt bin ich mittlerweile in eurem Esszimmer angekommen, oder? Vermute ich jetzt einfach mal. Ja, doch. Das ist unser Essbereich hier. Wer wurde da verspeist? Der Kameramann vom letzten Jahr. Hast du gehört, Nils, ne? Ja. Also brav sein. Seit 7 Jahren verwandeln Marion und Ralf Kinzel ihr Heim ins Halloween-Haus und erschrecken sich manchmal sogar selbst. Die Gruselobjekte finden sie im Internet, viele kommen aus den USA. Wie viel sie inzwischen fürs Horrorhaus ausgegeben haben, können sie gar nicht sagen. Boah, ich bin echt erleichtert. Den Gang durchs Halloween-Haus habe ich unbeschadet überstanden. Wenn es hier morgen Abend in Hamburg-Kranz ein bisschen lauter wird, liebe Zuschauer, wenn Sie irgendwelche Schreie hören, denken Sie sich einfach nichts dabei. Halloween im alten Land, das ist nichts für schwache Nerven.